Der beste Markt für dich als Scalper, wenn es volatil wird. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Ihr habt es ja schon festgestellt, der ES ist volatil ohne Ende. Wir haben Backticks ohne Ende, wir haben keine sauberen Bewegungen. Der Markt läuft ein paar Ticks in eine Richtung, korrigiert wieder, läuft wieder ein paar Ticks in eine Richtung, korrigiert wieder. Auf einmal schießt er nach oben, dann bewegt er sich wieder runter, dann passiert gar nichts, dann kommt eine Riesenbewegung. Alles sehr schlagartig, sehr, sehr, sehr volatil. Das macht es natürlich sehr, sehr schwer berechenbar. Und auch die ganzen Bewegungen sind alle sehr schwer zu handeln. Wie man das Ganze umgehen kann, wie man vernünftig traden kann und was für Alternativen es gibt, das erfährst du in diesem Video. Also, schauen wir uns doch erstmal den Markt. Was haben wir denn überhaupt offen? Den ZN, amerikanische Staatsanleihen, amerikanische Bonds. Ganz interessanter Markt. Ihr stellt schon fest, ihr seht 16 Uhr, wir sind nach US-Eröffnung. Und ihr seht auf einmal, was sind denn das für Zahlen? Vierstellige Kontraktzahlen, das ist ja gigantisch. Das Volumen pro 5-Minuten-Kerze ist riesig. Und genau das ist der Vorteil. Dieser Markt ist viel durchschaubarer, viel, viel weniger shoppy. Und vor allem, es gibt kaum Stop-Runs, es gibt kaum Phishing-Sachen. Dadurch, dass wir so eine hohe Liquidität haben, ist dieser Markt extrem, extrem berechenbar und sehr, sehr gut zu traden. Dadurch ist klar, dadurch, dass wir viel, viel Volumen haben, sind die Bewegungen nicht groß, aber dafür können wir mit ganz kleinen Stops, mit ein, zwei Ticks arbeiten. Wir können immer mit Limit Orders reingehen. Natürlich dauert es, bis unser Limit Order gefüllt wird, weil vor uns sind natürlich einige in der Reihe. Das heißt, man muss ein bisschen Geduld haben. Aber dadurch, dass der Markt so klare Signale hat, wir sehen perfekte Absorptions, wir sehen perfekte Exhaustions, wir sehen perfekte Imbalancen, die uns genau zeigen, wo es hingeht. Wir sehen ganz genau, wenn der Markt dann Volumen verliert, weil die Unterschiede so gravierend sind. Und das ist genau den Vorteil, den man mit Futures hat. Man kann Märkte traden, die man sonst mit CFD und anderen Sachen nicht traden kann, weil die Bewegungen so klein sind. Im Future kein Problem. Wir können hier short gehen, wir können hier irgendwo in diesem Bereich wieder rausgehen, ohne Probleme. Wir können 4, 5 Ticks mitnehmen, wir können das mit 10, 20, 100 Kontrakten traden, weil der Markt so liquide ist. Das heißt, wir können mit viel Size, mit kleinen Stops dasselbe Risiko haben, wie mit einem Kontrakt, mit einem etwas größeren Stop aktuell im ES. Das ist ein großer, großer Vorteil. Und wir haben hier weniger Marktrauschen, haben weniger Fakes. Das ist ein großer, großer Vorteil. Und ihr seht, wenn mal eine News kommt oder so, es ist zwar für den Markt, weil es auch eine große Bewegung, aber es ist kein absoluter Weltuntergang, als wenn jetzt irgendwie im ES was kommt und der Markt macht erstmal 5 Minuten so und ihr könnt gar nichts traden. Also ein großer, großer Unterschied. Das heißt, selbst bei News ist dieser Markt stabil und man kann ihn noch vernünftig traden. Schaut euch an, um 15 Uhr, wenn es hier losgeht, Markt ballert runter, wird schön gehalten, zieht sich langsam hoch, Pullback das Ganze, zieht sich langsam wieder runter, Pullback das Ganze, zieht sich weiter runter. Das sind so saubere Bewegungen. Wir sehen hier unten schöne, schöne Exhaustions. Dann sehen wir hier oben stark die Käufer, die Verkäufer, die den Markt runterdrücken wollen. Dann sehen wir hier unten Trapped Sellers, Markt korrigiert. Dann wird er wieder gehalten, Markt kommt wieder runter. Wir finden keine Verkäufer mehr. Im Gegenteil, aggressive Verkäufer kommen hier rein. Hier schon 1800, 600, 1600. Und dann kommen nochmal dick die Big Buyers rein. Haben wir eine kleine Hedge Order, die aber zum Doppelten ins Ars geht, bumm, Markt geht wieder hoch. Hier oben, ihr seht es, ne? Mega viele aggressive Seller kommen rein, bumm, Markt ballert wieder runter. Das heißt, dieses ganze Zusammenspiel erkennt man extrem, extrem gut. Natürlich haben wir wenig Trades am Tag und ein kleines Zeitfenster, in dem wir den Markt nur handeln können. So von 15 bis 17 Uhr ist so das Zeitfenster, wo man diesen Markt handeln kann. Aber dafür kann man immer seine 1, 2, 3 Trades machen, die man mit sehr guter Size reinballern kann und das reicht doch. Damit kann man seine umgerechnet im ES 10, 20, 30 Ticks jeden Tag rausholen in einem sehr kleinen Zeitfenster, in einem sehr entspannten Markt, der nie zu schnell läuft, dass ihr nicht traden könnt. Das ist der große, große Vorteil. Deswegen müsst ihr lernen, euer Trading den Markt anzupassen. Gerade sind wir in einer Phase, wo der Markt extrem wild ist. Das heißt, entweder müsst ihr eure Erwartungen, wenn ihr Trades macht, runterschrauben, dass euer durchschnittlicher Gewinn jetzt kleiner werden muss im ES, weil ihr mit aggressiveren Take Profits arbeiten müsst, sonst habt ihr die ganze Zeit die Backticks, die euch ausstoppen. Oder ihr müsst mit größeren Stops traden, was euer CRV und eure gesamte Trefferquote runterhaut. Oder ihr seid clever und wechselt vielleicht den Markt und tradet einen Markt, der zu der Phase besser passt. Oder ihr macht die Anpassung im ES. Das ist beides okay. Nur man muss reagieren. Irgendwas von beiden muss man immer machen,
Und in dem Fall ist zum Beispiel ZN zu traden eine sehr, sehr gute Alternative, wenn man in diesem Zeitfenster, was ich gerade gesagt habe, traden kann. Wollt ihr mehr zu den anderen Staatsanleihen auch wissen, oder zu den Bonds besser gesagt, soll ich dazu mal Videos machen? Wollt ihr mal ein Live-Trading sehen zu Bonds? Das ist ja ganz anderes Trading. Hier kann man extrem gut mit dem Time and Sales oder mit dem Orderbuch arbeiten, weil hier noch die Geschwindigkeiten vom Markt langsam sind. Hier kann man noch super Tape-Reading betreiben. Man kann auch super nach Pulling und Stacking gucken. Absorption erkennt man extrem, extrem gut. Wenn euch das interessiert, liked das Video. Bei 100 Likes kommt ein Video dazu, wie wir diesen Markt gemeinsam traden. Bei 200 Likes gibt es ein Live-Trading, wie wir diesen Markt gemeinsam traden. Also ich bin gespannt, ob ihr Bock drauf habt. Lasst es mich wissen. Ansonsten genießt euer Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.